Hallo aus der Musikerakademie Düsseldorf. Ich bin Bolle Diekmann. Ich unterrichte hier nicht nur E-Bass, sondern auch Kontrabass. Die wesentlichen Unterschiede sind natürlich erstmal die Größe des Instruments selber im Vergleich zu einem Kontrabass. Die Mensur ist viel länger, deswegen auch mit der linken Hand etwas schwieriger zu bespielen. Für die rechte Hand gibt es auch kleine Unterschiede. Nach wie vor, man benutzt beide Finger, Zeige und Mittel, aber man gibt der Saite mehr Fleisch. Nicht wie beim E-Bass, sondern eher so. Unterschied zu E-Bass ist halt dieser. Aber diese Haltung alleine ist schon sehr verkrampft, wenn man dieses Instrument spielt. Also hält man die Finger etwas diagonaler zu der Saite. Damit hat man auch mehr Fleisch vom Finger. Das ist, was die rechte Hand betrifft. Was die linke betrifft, auf dem E-Bass ist man gewohnt, eher in geschlossenen Lagen zu spielen. Das bedeutet für mich, keine Leersaiten einzubinden. Zum Beispiel. Ist technisch machbar, mit ein bisschen Übung geht das alles, aber man versucht auch eher die Leerseiten mit einzubinden. Hier ist dieselbe Tonleiter mit Leerseiten. Es entlastet die linke Hand deutlich mehr, als wenn man alles in geschlossenen Lagen spielen würde. Also, wo es geht, Leerseiten. Gib mal ein paar Beispiele. F-Dur. Oder A-Dur. Das fängt schon mal an mit einer Leerseite. Was auch auffällt bei der linken Hand, wenn man Kontrabass spielt, ist, dass wesentlich mehr der Zeige und der kleine Finger benutzt werden. Hier zum Beispiel. Als beim E-Bass wäre das so. Das ist hart. Also, es gibt einige Unterschiede. Von der Stimmung und da, wo die Töne zu finden sind, ist eigentlich alles gleich. Es ist halt nur anstrengender. Aber mit Übung ist es machbar. Ich habe es auch gelernt. Mich einige Sommer gekostet. Schweißtreibende. Okay, traditionell findet der Kontrabass eher Anwendung in Jazz und Rock'n'Roll. Aber er ist auch in Popmusik zu hören. Es gibt einige Beispiele. Ich glaube, von Sting gibt es sowas. Darum ist natürlich das Anwendungsgebiet für dieses Instrument musikalisch gesehen deutlich anders als eben mit dem E-Bass. E-Bass ist mehr so Funk, Pop, Rock etc. Darum gebe ich mal Beispiele, wie man zum Beispiel dieses Instrument im Jazz benutzen würde. Ich habe eben schon eine Nummer gespielt, Charlie Parker war das, Billy's Bounce. Eine Kontrabassbegleitung wäre eine sogenannte Walking-Bass-Nummer. Dabei ist wichtig, die entsprechenden harmonischen Kenntnisse zu haben, was alles bei mir zu erlangen ist. Aber eben auch die Charakteristik einer Walking-Bass-Linie. Die bezieht sich rhythmisch gesehen auf eben diesen Viervierteltakt. Man hat in diesem Takt vier Töne. Das wäre ein Takt wäre. Schon mal vier. Was ich gespielt habe, sind die Töne aus den Tonleitern von den entsprechenden Harmonien. Also da muss man wissen, welche Tonleiter gehört zu welcher Harmonie. Aber dazu später mehr. Ich spiele mal einfach einen zwölftaktigen Blues durch. Die Akkordstruktur ist relativ simpel. Es fängt an auf der sogenannten ersten Stufe, in diesem Fall F. Dann geht es nach B oder auf Englisch B-Flat, das wäre die vierte Stufe, zurück zur ersten, dann wieder die
vierte Stufe. Jetzt kommt was Komisches, ein sogenannter H vermindert oder auf Englisch B diminished. Und jetzt kommt das, was im Jazz ganz typisch ist, das sogenannte 2-5-1-Schema. Zweite Stufe in F ist G, Moll in dem Fall. Dann geht es zur fünften Stufe, das wäre in dem Fall C7. Zurück zur ersten. Und dann passiert was, was im Blues sehr häufig vorkommt, nämlich dieser sogenannte Turnaround. Es ist eine sogenannte 1-6-2-5-1-Verbindung. Ich werde jetzt diese zwölftaktige Form einmal durchspielen in Time, ohne dass ich dazu spreche. Okay, das wäre jetzt ein Beispiel, wie man den Kontrabass im Jazz anwendet. Auch und sehr oft wird er angewandt in Rock'n'Roll, was ich auch sehr viel spiele. Da wieder, man achte drauf, erstens Leerseiten, zweitens ist die harmonische Struktur einer normalen Rock'n'Roll-Nummer nicht so komplex wie einer Jazz-Blues-Nummer. Da geht es in der Regel um drei Akkorde, nämlich 1, Tonika, Theorie, auch bei mir. Und es sind natürlich wesentlich leichtere, aber auch vierviertelige, aber leichtere Bassfiguren. Habt ihr bestimmt schon mal alle gehört. Also, Tonika. Vierte Stufe, C. Zurück zur 1. Fünfte Stufe, vierte, der sogenannte Turnaround im Rock'n'Roll fällt eigentlich, man kann nicht sagen flach, er findet das schon statt, aber nicht in diesen komplexen harmonischen Bewegungen. Jetzt nochmal im Zusammenhang. Hier nochmal als Beispiel oder nochmal zur Erinnerung, auf dem E-Bass würde ich so eine Nummer so spielen. Mit geschlossenen Saitenlagen. Aber dadurch, dass ich meine Hand entlasten möchte, suche ich mir hier auch wieder die Leerseiten. Das sind genau exakt dieselben Töne, nur eben mit Leerseiten. Okay, so viel dazu. Mehr in meinem Unterricht in der Musikerakademie Düsseldorf. Ciao.